Hallöchen Puppischen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS Feuerwehr beim alten Line-HD. Ja, meine lieben Freunde, es hat mal wieder, ihr habt es gehört, geklingelt auf der kleinen schwarzen Rabbelbox. Es gibt einen Alarm, gemeldeter Verkehrsunfall zwischen mehreren LKWs, also sprich Auffahrunfall auf der BAB3. Vermutlich eingeklemmte Person, so war die Meldung. Ob es natürlich immer so ist, wissen wir nicht. Müssen wir uns angucken. Rettungsdienst ist wohl schon vor Ort. Wie ich auch gehört habe, ist auch schon der Hubschrauber unterwegs, beziehungsweise schon an der Einsatzstelle angekommen. Das ist ja immer so ein Hauptthema. Wie gesagt, wenn Einsätze auf der Autobahn sind, egal wo, ob auf der A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6, A7, A8, ganz Deutschland ist in den meisten Fällen, je nach Meldung mit LKW-Beteiligung, kommt eigentlich fast immer ein Hubschrauber dazu. Und bei uns ist das so der Fall, dass wenn wir Verkehrsunfälle haben mit LKWs, dass in der Regel der Hubschrauber kommt, damit einfach schnell, wenn sowas passieren sollte, die eingeklemmten Personen schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Sprich, da gibt es ja diese Golden Hour of Shock. Die goldene Stunde des Schocks, das bedeutet, von der Alarmierung an bis in den Schockraum eines Krankenhauses, das ist eine Stunde, muss alles abgearbeitet sein. Das heißt, man muss versuchen, schnellstmöglich ins Feuerwehrhaus zu kommen, man muss schnellstmöglich versuchen, mit den Feuerwehrfahrzeugen an die Einsatzstelle zu kommen, was in manchen Situationen sehr kompliziert ist, bezüglich der berühmten Rettungsgasse auf den Autobahnen, weil die manche Menschen es immer noch nicht verstanden haben, wie eine Rettungsgasse funktioniert, bis die Feuerwehr natürlich an einer Einsatzstelle ist und erkundet hat, was überhaupt passiert ist, wie viele Personen sind eingeklemmt oder eingeschlossen. Es muss ja nicht immer das Schlimmste sein. Es kann ja auch einfach nur sein, dass die Fahrgastzellen verformt sind, die Türen nicht mehr aufgehen, der Person es aber soweit gut geht, nur halt eingeschlossen sind, ja, nicht eingeklemmt. Dann ist das halt dieser ganze Ablauf, den wir machen, muss erkunden, dann muss die Befehle erteilt werden, es muss alles vorbereitet werden, dann geht man an die Fahrzeuge ran, dann muss alles gesichert werden und so weiter und so fort. Und dann irgendwann fängt man an, natürlich die Person zu retten. Ja, Fakt ist, wir haben jetzt diese Meldung, dass wir auf der A3 sage ich da, wir haben ja, wo ich wohne, haben wir den Autobahnschwerpunkt, wir haben Bundesautobahn 3 mit dabei und wir haben, wie ich ja schon gesagt habe, ich werde diese Einsatzkarten, die ich hier spiele, also die NF Marsch, wo das ist, und auch hier die Königsberg, dazu nochmal von den Modder einen schönen Gruß, das habt ihr echt super gemacht, gerade mit Autobahn und so, habe ich ja geschrieben oder auch gesagt, dass ich versuche, meine Realeinsätze, die ich wirklich in der Realität habe, so annähernd nachzuspielen. Natürlich geht das nicht, es werden keine verformten Autos zu sehen sein. Ihr werdet keine Patienten irgendwo sehen. Es ist noch nicht so weit ausgebaut, dass man hier Rettungsplattformen aufstellt, dass man hydraulische Rettungsgeräte rausholt. Es geht leider noch nicht so, aber man kann ja auch ein bisschen dann so eins und eins zusammenzählen und ich versuche immer das zu erklären. Ich versuche also annähernd die Einsätze eins zu eins hier zu präsentieren, was bei uns in der Realität ist, versuche ich halt dann auch irgendwie bei euch so zu machen. Ja gut, wir haben eine Meldung bekommen, wie gesagt, dass es einen Verkehrsunfall auf der BAB3 geht, mit mehreren LKWs, das war die Meldung. Wenn wir solche Meldungen haben, brauchen wir halt immer verdammt schweres Gerät, schnellstmöglich schweres Gerät. Das heißt, es muss definitiv ein Führungsfahrzeug dabei sein, es muss Hilfeleistungslöschfahrzeug, Gruppenfahrzeug, also ein HLF sollte dabei sein, weil die haben immer Rettungssätze drauf. In vielen Feuerwehren gibt es den Rüstwagen, den haben wir hier zum Beispiel stehen, der ist rein für die technische Hilfeleistung ausgelegt dafür. Ein HLF, wie das hier zum Beispiel, das ist jetzt ein LF10
vom Land, aber da hinten dran ist das HLF, die haben auch Wasser und den Hilfeleistungssatz mit drauf, plus kleine diverse Sachen wie Rettungssätze bzw. Hubrettungszylinder, ja nicht Hubrettungszylinder, Rettungszylinder und so weiter und so fort. Also ein Führungsfahrzeug werden wir machen. Wir werden jetzt natürlich mal den ELW besetzen. Ja, wir haben Status 3 gedrückt. Wir fahren dann aus mit Status 3 auf die A3 und schauen mal, was uns da jetzt erwartet. Ja, sie ist so eingeklemmte Person. Ob das der Fall ist, hoffen wir nicht. Aber wir fahren jetzt einfach mal dahin und gucken uns mal die Geschichte an. Ja. Junge Dame, bleiben Sie stehen. Tut mir leid, junge Frau. Also wie gesagt, Rückmeldung kam auch schon mal ganz kurz durch die Leitstelle, nachdem wir uns mit Status 3, ist ja dann immer der, du bist auf dem Weg zur Einsatzstelle, das ist der Status 3. Ja, es gibt wie gesagt auf den Funkgeräten gibt es mehrere Zahlen. Status 1 heißt, wir sind einsatzbereit über Funk. Ja, also wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dann drücken wir die 1. Dann ist man immer gut unterwegs, kann über Funk angesprochen werden. So, jetzt werden wir den mal gucken. Das ist jetzt hier die Bundesautobahn. Es ist schon teilweise von der Polizei gesperrt worden. Die Polizei ist auch schon vor Ort. Sie haben schon den Abfahrtsbereich, das muss irgendwie in der Kurve passiert sein. Der Abfahrtsbereich ist schon freigegeben, dass die Autos hier keinen Stau, aber wie man sieht, funktioniert das nicht. Thema Rettungsgasse. Ah, hier funktioniert das. Super, hier fahren wir jetzt mal rechts rein. Der Abfahrtsbereich, okay, staunt. Ah, da steht auch schon die Polizei, ihr seht es. Die Polizei, einmal Vollsperrung und rechter Pfeil, das heißt, hier könnten die Autofahrer abbiegen. Ja. Hier steht auch nochmal eins von der Polizei mit der Hinweis Unfall, voll gesperrt. So. Ein ELW ist eigentlich nur ein Kommunikationsfahrzeug, der bleibt erstmal jetzt hier vorne stehen. Wir gucken uns erstmal die ganze Geschichte an, was man so alles was man da vorfindet. Wir haben hier einen Linien, mein Fernbus, Flixbus, ihr kennt die alle, es gibt mittlerweile auch den Zug und mittlerweile sind es ja die Busse, ja, der scheint nicht integriert zu sein, das scheint wahrscheinlich nur so ein Bus zu sein, der Zeuge war oder der halt das mitgekriegt hat. Gut, Notärzte sind schon zwei Stück da, zwei Rettungswagen. Okay, alles klar. Wir haben hier LKWs. Wow. Alles klar. Ein LKW ist auf einen Schwertransporter drauf geklatscht. So, da ist noch jemand. Da ist keiner mehr drin. Alles klar. Okay, aber der klitscht halt da drauf. So, super. Das war ein Schwertransporter. Den hat er richtig schön geknutscht. Da war ein Bagger. Der Bagger hat sich selbstständig gemacht. Dann nennt man dann Ladungssicherung. Die wahrscheinlich nicht, so wie das aussieht, hundertprozentig in Ordnung war, weil der Bagger hängt auf 11:30. So, hier haben wir einen LKW und der, ja, wie auch immer das passiert ist, die haben sich irgendwie getroffen. Ich gehe mal über die Leitplanke drüber. Oh, da ist noch jemand eingeschlossen oder eingeklemmt. Da ist eine Dame noch. Sonst ist da keiner mehr drin. Alles klar, also der Bagger steht auf 11:30, da muss man aufpassen, hier geht es also absolut richtig rund mit Sicherung etc. pp. Also wir haben wohl eine eingeschlossene, ja, eingeklemmt sieht die nicht aus, ich würde eher sagen, die ist eingeschlossen, weil so groß sind die LKWs nicht verdeppert aus. Also sehe ich mal, dass die wahrscheinlich eingeschlossen ist. Gut, die muss die Feuerwehr rausholen, das habe ich gesagt, haben entweder eingeklemmt oder eingeschlossen. So, und da hinten steht der Hubschrauber. Also der ist schon runtergekommen. Alles klar. Ja, dann brauchen wir Material, Manpower und Attacke. Die Polizei, wie gesagt, hat hier die Absperrmaßnahmen getätigt. Wir brauchen als allererstes mal ein HLF. Oder, wie gesagt, bei uns ist das so geregelt, wir nehmen hier das LF10. Ja, machen das schon mal an, das kleine süße Ding. Und fahren jetzt mal Artillerie vorwärts. Ich muss gerade mal was gucken. Alles klar, das sieht gut aus. Also, ich
werde euch kurz nachher noch was bei uns erzählen, wie das bei uns aussieht, wenn wir ausrücken auf die Autobahn. Weil B2, wir haben eine große Stadtteilfeuer, also eine Feuerwehr mit zwei Stadtteilen. Ja, und wenn wir rausfahren, ist der eine Bereich immer für die Autobahn zuständig. Wir unterstützen, mit unserer Feuerwehr unterstützen wir nur die Kollegen für die Autobahnfeuerwehr. Bei denen fährt auch immer zuerst ein HLF raus und dann sollte zeitnah noch der GWL-THVU ausrücken, also Gerätewagen Logistik, TH, Technische Hilfeleistung. Ja, der fährt hier auch gleich raus. Der hat auch nochmal diese großen Rettungssätze drauf bei uns. Und wenn wir die Feuerwehr unterstützen, dann fahren wir mit unserem LF10 raus und später noch mit dem Absicherungsfahrzeug der Feuerwehr. Wir haben so ein kleines Klaff. Da ist eine Rettungswand drauf. So, der fährt jetzt vor. Oh, echt jetzt? Du bist ja auch ein Haribo. Bremst der. Bleib mal stehen, ich muss hier rein. Das ist Realität. Das haben wir auch, wenn wir auf die Autobahn fahren, da musst du kreuz und zickzack fahren, als wenn du betrunken wärst. So ist das. Gut, funktioniert hier, ist eigentlich ganz gut. So, jetzt gucken wir uns erstmal die ganze Geschichte an, wo wir überhaupt hinfahren mit dem HLF. Was wir jetzt noch wissen müssen, ist, dass wir vielleicht später sogar den Kran noch brauchen. Ein Kran wird bei uns auf der Autobahn eigentlich mit alarmiert. Ja, der kommt von der nächstgrößeren Berufsfeuerwehr. So, ich lasse den jetzt mal hier stehen, das HLF. Wobei, nein, das fährt durch hier vorne hin, weil ich muss ja die Frau irgendwie befreien. Also dieses HLF kann hier locker vorbeifahren, das geht. So, das stellen wir jetzt mal hier hin. Gut. Der Bus ist in Ordnung. Das sieht alles gut aus. Dann kommt jetzt der Rüstwagen. Der Rüstwagen fährt jetzt mal raus, definitiv, den müssen wir rausfahren. Der ist ja für die technische Hilfeleistung zuständig. Ist ein schöner Rüstwagen, muss ich sagen. Da hat der Modder echt was Cooles gemacht. Ein sehr tolles Auto von Lendner. Gefällt mir sehr gut. Ja. Absolut genial. So, Blinker setzen. Wir können auch mal die Innenansicht benutzen. Ja, für so einen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, dass ich immer welche in diesen Stau schon wieder sehe. Das ist, wie gesagt, wie in der Realität. Es ist wirklich so, Leute. Wir kommen hier auf die Autobahn. Es ist ein pures Chaos. So. Ich versuche es irgendwie hier schon rechts reinzufahren. Ja, dass ich da durchknuddeln, mich duddeln kann. Aber so ist das in der Realität. Rettungsgasse? Schwer. So, ich überlege nur gerade, gehen wir den Rüstwagen, werden wir es mir hier vorne hinfahren. So. Ich kann aber auch so lang nicht den Weg festmachen, weil die Rettungswagen müssen später vielleicht noch, also ich weiß nicht, ob die müssen vielleicht später noch einen Patienten zum Dings bringen, zum Hubschrauber. Also kann ich da nicht mich ewig groß hinsetzen. Super, Rettungswagen, das Klaff brauchen wir jetzt nicht. Wir werden auf alle Fälle erstmal den werden wir noch später brauchen. Ja. Bei uns fährt in der Regel auch noch ein 2450 mit, einfach damit Wasser da ist. Wenn irgendwo, sag ich mal, ja, ich fahre es mal so raus, wie wir das auch machen. Ja, dieses Fahrzeug wird bei uns auch besetzt. Definitiv. Gut, sieht gut aus. Schönes Tanklaster. Bei
Bei dem funktioniert es irgendwie, warum auch immer nicht, dem seine blöde Hupe nicht. Aber die fahren jetzt alle auf die Autobahn. Der Kran müsste näher anders fahren. So. Ups, das sah. Fast. Der hat jetzt ein bisschen ein Problem mit dem Sondersignal. Das kann man irgendwo einstellen. Ich wusste noch nicht gerade, wo bei dem das Sondersignal einzustellen geht. Also wie gesagt, nicht jetzt bitte sauer sein. Ich habe da echt geguckt. Ich weiß nicht, wo ich das gerade anstellen kann. In der Regel würden wir jetzt mit Blaulicht und so. Also mein Hund, ihr hört, mein Hund, der macht für uns Tatütata, der Hund. Der macht Tatütata jetzt für uns, ne? Also normal hätte ich jetzt hier auch Sondersignal an. Alles ohne Probleme. So. Das Tanklöschfahrzeug können wir erstmal hier rechts neben dran stellen. Brauchen wir jetzt erstmal kurz nicht. Also, es ist mit da. Wenn hier was Größeres wäre, hätten wir hier das Tanklöschfahrzeug noch. Ja. Auch das wäre da. So. Klar, was wir jetzt noch brauchen, wie gesagt, wir haben einen Einsatzleitwagen da, der kommuniziert mit allem drum und dran. Ja, das ist Rückmeldung, Kommunikationsmittel zwischen Leitstelle und der Einsatzstelle. Ja, so, wir haben unseren Zeugen, der Bus, der hat gebremst, der hat wahrscheinlich alles mitgesehen, ist rechts rangefahren. Wir haben zwei Notärzte. Jetzt hier per Fahrzeugboden gebunden haben wir zwei Notärzte. Wir haben zwei Rettungswagen. Auf der Anfahrt nach diesen Dings wird wahrscheinlich noch ein Rettungswagen sein. Wir haben einen Rüstwagen, der dann auch eingesetzt wird mit diesen ganzen Geschichten. Wir machen es mal ganz einfach. Wir machen mal alles auf, damit ihr mal sieht, was hier so in dem Rüstwagen drin ist. Ihr seht hier ein Rettungssatz, ja, mit Schere und Spreizer, was benötigt wird. Wenn wir Verkehrsunfälle haben, werden die immer eingesetzt. Und dann haben wir, das ist das ist was ganz Tolles, muss ich sagen. Es gibt akkubetriebene Rettungssätze, ja, von der Firma Luca zum Beispiel. Da ist ein Akku, das ist dieser Akku hier. Da ist ein Akku dran. Ihr nehmt es, könnt damit arbeiten. Das hier sind hydraulische Rettungszylinder in verschiedenen Formen. Die fahren sich aus. Ja, also wenn wir den Vorderwagen zum Beispiel, ich zeige es euch gleich. Also zeigen kann ich es nicht. Aber was ich halt meine, zeige ich euch gleich. Ihr seht hier, wir haben hier Verkehrsleitkegel, wir haben hier einen automatischen einen eingebauten Stromgenerator ist hier mit drin, den haben wir bei uns auch. Ja, der bedient dann Elemente, du hast hier Strom mit drin, wo du Strom anschließen kannst für Kabeltrommeln, jegliche Art, alles was du brauchst. So, wir haben hier hinten immer noch diverse Unterbaumaterial, Rüstholz. Was auch immer wir noch für Zeug hier drin haben. Da stehe ich natürlich mit dem Auto saublöd da. Oh, das war jetzt nicht der Plan, Leute. Entschuldigung. Sollte eigentlich natürlich erstmal die Jalousie aufgemacht werden. So, so. Dann haben wir noch einige schöne Sachen. Ich fahre mal raus. Vorher hat also der Motor echt toll gemacht. Wir haben Stative. Ja, muss man echt sagen. Hier Hut ab. So. Ich baue das jetzt einfach jetzt mal auf. Wir haben hier noch unser Stromaggregat. So, Kabeltrommeln, diverse Sachen. So, wie gesagt, diese hydraulischen Rettungszylinder werden eigentlich dafür eingesetzt, sage ich jetzt mal, wenn es hier dieser Fahrgastzelle zermalmt ist. Also hier habt ihr das Problem, die Person ist eingeklemmt, ihr müsst hier die Person rausbefreien, aber es ist alles eingematscht. Dann wird hier ein Rettungszylinder angesetzt, der hier so drauf geht
Und der wird dann hydraulisch aufgespreizt, ja, und dann könnt ihr hier wirklich eine Person auch rausziehen. So, bei der Dame jetzt, die hier in diesem LKW eingeschlossen ist, werden wir natürlich keine. Da wird gegebenenfalls, muss man halt gucken, hier kommt ihr nicht dran, hier wird es so sein, dass wir hier über die Tür reingehen, ja, und werden die Person hier drüber befreien. Also wenn die Tür ja auch verschlossen ist durch den Unfall, wird die halt aufgespreizt. Dann werden wir da hingehen, werden die Person dann da raus begleiten und werden dem Rettungsdienst übergeben. So, hier haben wir halt ja den LKW, der hängt ein bisschen in der Leitplanke drin. Da wird voraussichtlich dann später das Bergungsunternehmen mit Trennschleifern wahrscheinlich die Leitplanke ein bisschen befreien. Dann wird der da mit dem Kran, wird der dann ja, befreit. Der LKW kommt auf die Dingsende aus. Wir gehen raus auf den Hänger wahrscheinlich und fertig. So, Pumpe angemacht. Ja. Und später dann, das ist 10.58 Uhr, also hier wird es kein Licht geben. Es wird alles aufgemacht, was wir immer brauchen. Ihr seht, was wir hier haben. Viel, viel Zeug, was man doch in meisten Fällen bei Einsätzen gebrauchen. Türen auf, könnt ihr auch mal reingucken. Was mich bei dem Auto jetzt ein bisschen irritiert ist, ein LF10 ist ja ein Löschgruppenfahrzeug, hat in der Regel auch hydraulischen Rettungssatz drauf. Gut, das hat dieses Auto jetzt nicht. Warum, weiß ich nicht. Aber in der Regel hat dieses Auto einen Rettungssatz drauf. Hat dieses Auto jetzt nicht. Okay, ist nicht schlimm, weil wir haben unseren Rüstwagen dabei und alles ist gesichert. Gut. Ich wollte euch den nochmal zeigen, was der noch an Fächern hat. Es geht hier alles super mit Simple IC. Ja, ihr seht, einfach mal gucken, dass ihr seht, das ist jetzt wie gesagt das 2040 oder das TLF ist das hier. Ja, mit Verteiler, mit Wasser für. Hier ist immer die Pumpe noch drin. Eine sehr schöne Pumpe ist das. Da können wir den Lichtmast ausfahren. Ne? Da ist aber aktuell ist gerade ein bisschen, ja, ich sag mal helles, brauchen wir jetzt keinen Lichtmast. Was? Ja, falsch, doch. Bei uns ist das so geregelt, wenn wir an eine Einsatzstelle kommen, also eine Bundesautobahn oder Verkehrsunfälle, wir haben auf unserem Lichtmast, haben wir noch hier oben drauf Blaulichter. Also wir fahren in der Regel immer den Lichtmast aus, weil oben Blaulicht drauf ist. Da sieht man das aus der Entfernung, siehst du das dann auch. Ja, also da weißt du, da ist was passiert und ja, so und ganz viele Schläuche. So, das ist das 420. Wir können es dann nochmal hochfahren, habe ich kein Problem mit. Ja, ist so, jetzt wäre da oben das Blaulicht auch an. So, und dann haben wir das an und dann wird der Verkehr das von hinten auch sehen, dass da was ist. Super. Was ich jetzt noch gucken wollte, wäre gegebenenfalls, würde ich jetzt noch den, wo ist er? Ja, ein bisschen komplizierter durchzuschießen. Den da. Ich würde jetzt noch den Kran einsetzen. Wir fahren den Kran noch an die Einsatzstelle. Das machen wir. Ja, ist ja immer noch unser Ersatzkran. Der würde dann später, sag ich mal, also bei uns ist das so geregelt, oh, da ist ein Schild geflogen. Bei uns ist das so geregelt, wenn wir einen LKW-Unfall haben, fahren wir als freiwillige Feuerwehr auf die Autobahn, fangen schon die ersten Maßnahmen an. Und die nächstgrößere Berufsfeuerwehr schickt dann ihren Kran automatisch bei der Alarmierung schon mit. Mit ihrem Rüstwagen und ganzen Rüstkram, also die kommen dann auch ein bisschen später, weil die sind ja weiter entfernt. Nur die nächste größere Berufsfeuerwehr, die bei uns ist, die hat einen Kran gehabt bis vor kurzem, nur dieser Kran ist jetzt außer Dienst genommen. Das heißt, das kommt jetzt die ganz große Berufsfeuerwehr Frankfurt, das kann ich schon mal sagen, Frankfurt, die würden dann bei uns auf die Autobahn kommen und die brauchen vorneweg mal mit dem Kran 20, 25 Minuten brauchen die. Das ist sicher, bis die aus der einen Wache da kommen. Die sitzen also direkt an der Autobahn. Dieser Kran, der sitzt direkt an der Autobahn. Ja, aber die brauchen.
Die brauchen definitiv, bis die da sind. So. Wir schicken ihn einfach mit raus und gut ist. Und dann ist auch schon die Geschichte gelaufen. Ja, also sprich, dann sind es die wichtigsten Fahrzeuge eigentlich auf der Autobahn, die wir brauchen, um effizient zu arbeiten und ja, den LKW-Unfall erfolgreich abzuschließen. Ups, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Das war fast die Leitplanke. So, den würde ich aber jetzt in der Richtung erstmal hier in den Ausfahrtsbereich stellen. Gegebenenfalls kann dieser LKW-Tran, ja, ein guter Kranfahrer wie ich. Ich fahre jetzt hier rum, ich würde jetzt auch hier rumfahren mit dem Kran, weil die oben war ja gesperrt. Der ist es einfach nur mal da, wenn später, weil es muss hier zum Beispiel, jetzt wäre zum Beispiel die Situation wieder eine, ihr kennt das, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich spiele unheimlich gern mit dem Kran. Das merkt ihr wahrscheinlich auch schon, ne? Weil, wir haben den Bagger. Und den kannst du so eigentlich gar nicht schützen, den Bagger. Scheiße. Entschuldigung, falsches Wort. Ich muss es mal gucken, dass ich den irgendwie da hinkriege. Mal kurz, ich muss gerade mal gucken, ob ich drüber bin. Ja, noch nicht ganz. Wir machen noch mal 2 Meter. So. Jetzt gucken wir noch mal, das ist ja, das ist halt hier blöd mit diesem. Jetzt gucke ich mir das noch mal an. Ah, jetzt bin ich ein bisschen zu weit. Ja, wobei das ist eigentlich ganz gut, wo der ist, oder? Gesichert wäre jetzt, oder? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Jetzt wäre gesichert. Also jetzt wäre dieser Bagger auch gesichert. Ja, weil da muss man ja aufpassen, wenn man dann jetzt, wie gesagt, an das Fahrzeug vorne ran muss, um diese eine Frau rauszuholen, die eingeschlossene. Da, ihr könnt, man kann nicht einfach jetzt, ich sag's euch jetzt mal, also man kann nicht einfach jetzt hergehen und kann da jetzt irgendwie, ja, hier vorne rumfummeln. Das ist ein Ding der Möglichkeit. Da sind Kräfte, die sich bewegen, ja, und wir wissen nicht, wie dieser Bagger hier steht. Der ist einfach hinten runtergerutscht von der Laderampe. Ist der runtergerutscht bei dem Aufprall, ist der vorgerutscht, wahrscheinlich nicht richtig gesichert. Und da kann man einfach nicht jetzt einfach da rumspielen. Das heißt, der muss erstmal komplett gesichert werden. Ja, das ist einfach Fakt. Also ihr könnt nicht irgendwie rumfummeln, das geht nicht. Das gibt Riesenprobleme. Da ist ein riesengroßes Potenzial an Unfallgefahr gegeben. Also der muss erstmal gesichert werden. So, der würde jetzt mit dem Kran gesichert, was man in der Zwischenzeit schon machen kann, das würden wir, so würde ich es ja sagen, ja, man kann hier vorne eine Scheibe rausmachen, man kann über den LKW hier reingehen, ja, und kann mit der Person schon mal reden. Gegebenenfalls kann man auch ehrlich gesagt, ups, hier drüber gehen. So, ihr seht, ich könnte also jetzt auch hier die Frau befreien, ja. Die Scheibe runter machen oder sagen, passen Sie kurz auf, die Scheibe kaputt machen, Schutzfolie hinlegen und die Frau hier drüber begleiten. Das geht hier eine Leiter angestellt, eine Steckleiterteil hingestellt. Dann kann die Frau hier über drüber und alles ist gesichert. Also es gibt genug Möglichkeiten. Nur da vorne in diesem Bereich würde ich persönlich nicht arbeiten, solange der Bagger nicht gesichert ist. Das ist einfach zu gefährlich.
Das sieht vielleicht spektakulär aus, aber Fakt ist, solche Unfälle sind gang und gäbe. Ja, die Ladung ist nicht richtig gesichert. Es gibt Auffahrunfall, es verschiebt sich alles. Ein LKW kann ruckzuck, so also ein Bagger kann runterrutschen. Das ist alles schon vorgekommen. Ja, wir hatten vor kurzem einen LKW-Unfall. Da war auch gemeldet eingeklemmte Person. War es Gott sei Dank nicht. Aber da war eine Steinfräsmaschine auf so einem. Es war auch ein Schwertransporter und der ist einem hinten dran, Autotransporter hinten drauf gedonnert. Ja, und der hat Glück gehabt, da war Gott sei Dank nicht viel passiert. Aber die Maschine, wir reden davon, es waren glaube ich 60 Tonnen Maschine, die ist ein Stück nach vorne gerutscht und ist mit ihrem Kopf, ist die in die Fahrgastzelle eingeschlagen. Ja, also der war Gott sei Dank auch nicht schnell gewesen, sonst wäre der Fahrer Matsch gewesen. Das ist einfach Fakt. Ja, der hat richtig auf dem anderen LKW draufgehauen und dem ist nichts passiert. Der ist ausgestiegen, der hat nur einen Schreck gehabt, dem ist nichts passiert. Also das war schon eine ordentliche. Und wo wir das gesehen haben, dachten wir echt, nee, da ist nichts mehr. Da können wir uns Zeit lassen, da müssen wir nichts mehr machen. Aber Gott sei Dank war das anders. Ja, der hier hinten, der kam so von sich raus, der ist einfach nur da hinten drauf gefahren, gebremst, ist da hinten drauf. Der ist hier normal ausgestiegen, die Person wird dem Rettungsdienst zugeführt, wird betreut. Alles ist gut. Ja. So, genau. Im Endeffekt ist das jetzt erstmal das gewesen, was ich euch dazu zu sagen habe. Ihr kennt es, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Lasst einfach, wenn ihr Bock habt, ein Abo da, würde mich freuen. Stellt Fragen. Wie gesagt, das ist das, was ich versuche, die Einsätze so real wie realistisch zu machen wie möglich. Das, was ich erlebe in der Realität, werde ich hier versuchen, eins zu eins zu übersetzen. Ja, ob das das LKW-Unfälle sind, ob es PKW-Unfälle sind, ob es, keine Ahnung, Wohnungsbrände sind, Zimmerbrände, Industriebrände, LKW. Was ich leider nicht machen kann, das kann ich nicht. Ich kann also hier zum Beispiel jetzt keinen PKW-Brand simulieren. Geht leider nicht, dass der in Flammen steht. Das ist hier bei diesen Karten nicht möglich. Zumindest bei dieser Karte nicht. Ja, also, weil die sind schon alle vorgegeben. Aber so in der Realität, ja, müssen wir mal gucken, ob wir einen LKW-Brand herkriegen und so. Keine Ahnung. Gut, das wäre es jetzt von meiner Seite her mit diesem Einsatz. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Traut euch. Ich gebe Antwort, wenn ich es weiß, wenn ich es kann, mache ich das. Wenn nicht, wäre es das gewesen, dann sage ich einen ganz lieben Dank. Wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Ja. Und dann einfach bis zum nächsten Video der Feuerwehr LS19 Feuerwehr beim Lion HD. Und dann sage ich einfach tschö mit Ö, ciao, Kakao, bye bye und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal, bye bye.